Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unser Kanal Mathe leicht gemacht. Im sechsten Video der Plays Hypothesentest schauen wir uns an, wie wir diesen Test mit der Sigma-Regel machen können. Hierzu erstmal, was ist die Sigma-Regel? Die Sigma-Regel gibt uns ein symmetrisches Intervall zum Erwartungswert an. Ihr seht schon, die einige Füchse von euch, gut, durch diese Sigma-Regel wird ein Intervall angegeben. Und dieses Intervall können wir eigentlich auch theoretisch schon für den, sowohl für den linksseitigen, als auch für den rechtsseitigen, als auch für den beidseitigen Hypothesentest nehmen. Genau, und da werden die Grenzen sozusagen direkt angegeben. Die kann man eigentlich direkt hier in der Zeichnung schon sehen, ne? Geht allerdings nicht immer. Ne, jetzt ist die Frage, wieso wenden wir das nicht immer an? So, ein kleiner Exkurs jetzt dafür. Die Sigma-Regel lässt sich anwenden bei Binomialverteilung, wenn die Standardabweichung dieses Sigma größer als 3 ist. Noch nicht ausmachen. Bin gleich fertig mit dem Kram. Hier sehen wir mal so eine Binomialverteilung und die ist nicht sehr symmetrisch. Hier ist die Standardabweichung 1,79. Standardabweichung kann man mit dieser Formel hier oben ausrechnen, mit dieser Wurzelformel. Und in unserem Fall ist p gleich 0,2 und n gleich 20. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr macht hier einen beidseitigen Test. Was habt ihr davon? Genau, also es ist halt nicht wirklich symmetrisch, das Intervall. Ja? Und jetzt erhöhe ich mal dieses n. Und wenn ich das n erhöhe, erhöht sich automatisch auch meine Standardabweichung an Sigma. Seht ihr, das n geht ja hier mit der Wurzel ein. Und es wird ein bisschen symmetrischer, seht ihr schon, aber noch nicht ganz symmetrisch. Und jetzt habe ich mal jetzt Sigma gleich 4 und seht ihr, bei Sigma 4 sieht das schon sehr symmetrisch aus. Symmetrisch heißt, links und rechts, als wenn ihr einen Spiegel ranpackt, sieht es fast identisch aus. Und ab Sigma 3 können wir nämlich die Sigma-Regel immer gut anwenden. Und es gilt auch hier bei den Hypothesentests, wenn die Standardabweichung größer als 3 ist, kann man recht leicht berechnen mit dieser Formel und n und p habt ihr, kann man die Sigma-Regel anwenden und dann seid ihr sehr schnell beim Ergebnis. Das zeigen wir euch jetzt. So, schauen wir uns den ganzen Spaß mal anhand einer Aufgabe an. Münze wird 40 Mal geworfen und wir zählen die Anzahl der Zahlen. Ne? Und Frage ist jetzt, bei welchen Ergebnissen halten wir die Münze jetzt für gezinkt? Wenn ihr wollt, könnt ihr es mal kurz selber probieren und pausieren. Genau, wie gehen wir vor? Wir formulieren erstmal wieder unsere Hypothesen. Die Nullhypothese ist, okay, wir sagen, die Wahrscheinlichkeit ist 0,5. Die Alternativhypothese ist, okay, die Wahrscheinlichkeit ist ungleich 0,5. Nicht größer oder kleiner, das wissen wir auch nicht. Ungleich erstmal. Das ist halt ein zweiseitiger Test, ne? Signifikanzniveau ist 0,1, also 10%. Gegeben ist, wissen wir, n und p. Gesucht ist dieses Intervall hier in der Mitte. Und wenn wir dieses Intervall haben, dann kennen wir auch unsere Grenzen, ne? Weil das ja auch symmetrisch ist, so schön. Genau, und wie kommen wir jetzt hier auf dieses 1,64 Sigma? Zeigen wir euch, das ist nämlich die Sigma-Regel, die wir ablesen müssen. Das ist das Erste, was wir tun müssen. Da gibt es so eine Tabelle, die besagt, okay, wenn wir 1,64 Sigma auf beiden Seiten hinzupacken oder wegnehmen, dann haben wir genau 90%. Dann haben wir genau. Dann haben wir dieses 90% Intervall, das wir haben wollen. Und daher kommt diese 1,64 Sigma. Als nächstes brauchen wir erstmal diesen Erwartungswert, denn wir wissen, okay, wir wollen das davon abziehen, wir brauchen den erstmal. Erwartungswert berechnen wir ganz einfach μ mit n mal p. N und p haben wir beides gegeben, ist 40 mal 0,5. Das heißt, wir haben einen Erwartungswert von 20. Das heißt, wir erwarten 20 mal Kopf oder 20 mal Zahl. Genau, seht ihr auch hier oben, ne? Die 20. Und jetzt, was braucht man noch, um dieses Intervall zu berechnen? Ihr seht, ja gut, man braucht noch dieses Sigma. Das heißt, die Standardabweichung Sigma kann ich jetzt auch berechnen. Da gibt es ja die Formel, die ist nicht ganz so schön, aber wie gesagt, man hat sie ein paar Mal benutzt, dann kennt man sie auch, kann sie auch nachschauen. N mal P hier mit der Wurzel und mit der Klammer nochmal einfach mal eingeben und kommen auf 3,16. Und ihr seht ja, 3,16 ist größer als 3, also kann ich die Sigma-Regel auf jeden Fall anwenden. Und das heißt, ich weiß eigentlich jetzt schon hier, sehe ich, das Intervall kann ich jetzt recht einfach ermitteln, indem ich einfach rechne. Einmal 20 minus 1,64 mal die Standardabweichung und einmal 20 plus 1,64 mal die Standardabweichung. Und genau das ist genau das, was wir gesucht haben. Das ist nämlich genau hier dieser Bereich mit den Grenzen, die wir brauchen. Wenn ich das einfach nur eingebe in den Taschenrechner, komme ich auf einen Bereich von 14,8 und 25,2. So, das heißt, wir haben jetzt unsere Grenzen, das müssen wir runden. Wir können ja nicht 14,8 mal werfen, eine Münze. Ne? Deswegen, wir sehen, 14,8 ist auf jeden Fall hier in diesem orangenen Bereich mit drin. Das heißt, hier müssen wir abrunden auf 14. Genau bei 14 ist die Grenze. Und 25,2 ist auch noch mit drin. Das heißt, hier müssen wir aufrunden. Wir wollen ja den Ablehnungsbereich haben. Ne? Das heißt, wir müssen einen Schritt nach außen in beide Richtungen gehen. Genau. Schauen wir jetzt nochmal unsere Hypothesen an. Nullhypothese und Alternativhypothese, damit wir wissen, welche jetzt davon stimmt. Und wir sehen, okay, die Entscheidungsregel, die wir jetzt formulieren, die sagt, okay, erscheint höchstens 14 Mal oder mindestens 26 Mal Kopf, wird die H0 oder die Nullhypothese verworfen und H1, die Alternativhypothese, wird als richtig angenommen.
Hierzu können wir auch nochmal unseren Verwerfungsbereich angeben. So wird das aufgeschrieben. Hier sagen wir einfach von 0 bis 14, nehmen wir nicht, und von 26 bis 40 hoch. Die Füchse unter euch fragen sich jetzt bestimmt, gut, kann ich damit nicht auch den links- und den rechtzeitigen Hypothesentest machen? Ja, das können wir. Sehr einfach sogar. Genau, schauen wir uns mal an. Das heißt, wir haben ja unsere Grenze gehabt von 0 bis 14. Das ist schon unsere linksseitige Grenze. Und genau den gleichen Spaß können wir bei der rechtzeitigen machen. Das ging ja von 26 bis 40. Und das ist dann der rechtzeitige Test. Ne? Dann können wir das genauso formulieren, hinschreiben und das war es dann der ganze Zeit. Ihr seht, das Grüne ist ja sozusagen nur das rechtzeitige und das Rote ist nur das linksseitige. Genau. Also haben wir alles sozusagen mit abgedeckt. Genau. Wichtig ist aber, wie gesagt, dass die Sigma-Regel oder das Sigma über 3 ist. Die häufigsten Fehler sind, dass man das Signifikanzniveau nicht gleichmäßig aufteilt auf beide Seiten. Ne? Wenn das Signifikanzniveau 5% ist, 2,5 auf eine Seite, 2,5 auf die andere Seite. Dann kann ich die Sigma-Regel ablesen und dann mache ich den ganzen Bums. Ne? Genau. Im nächsten Video schauen wir uns Fehler an. Es gibt 2 Fehler, einmal der ersten Art und einmal der zweiten Art. Im nächsten Video schauen wir uns den ersten an. Genau. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.